Mein Name ist Christine Collins. Am 10. März ist mein 9 Jahre alter Sohn Walter Collins verschwunden. 5 Monate später wurde ein Junge gefunden, der von DeKalb in Illinois nach Los Angeles gebracht wurde. Die Polizei von L.A. sagte mir und Ihnen allen, dass dies mein Sohn wäre. Er ist nicht mein Sohn. Ist dort Mrs. Christine Collins? Ja. Ich bin Pastor in der presbyterianischen St. Paul's Kirche. Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, alles ans Licht zu bringen, was die Polizei von Los Angeles gern für immer verheimlichen würde. Diese Polizeibehörde toleriert keinen Widerspruch. Sie sind in der Position, sie zu blamieren. Und das mögen die ganz und gar nicht. Ich will nur meinen Sohn zurück. Warum machen Sie das, Mrs. Collins? Sie haben aufgehört, meinen Sohn zu suchen. Warum sollen wir denn jemanden suchen, den wir schon längst gefunden haben? Der Bürgermeister will, dass das aufhört. Das kann sie nicht tun. Sie überstellen die Gefangene in die psychiatrische Abteilung des Bezirkskrankenhauses. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie die rechtmäßige Einweisung durch die Polizei und entbinden Sie von jeglicher Verantwortung. Das unterschreibe ich nicht. Pfleger! Was zum Teufel haben Sie mit Christine Collins gemacht? Ich weiß, dass mein Sohn da draußen ist. Ich fühle es. Ihr Sohn ist leider nicht der Erste. Aber wenn Sie es richtig anstellen, könnte er sehr wohl der Letzte sein. Ihr Umgang mit dem Christine-Collins-Fall hat diese Behörde zum Gespött der Öffentlichkeit gemacht. Wenn der Junge, den Sie gefunden haben, nicht Walter Collins ist, wo ist er dann? Ich will meinen Sohn zurück! Ich will meinen Sohn zurück!